Jo Leute und herzlich willkommen zum 24. Türchen. Erstmal frohe Weihnachten euch allen, frohen Heiligabend, schöne Zeit, besinnliche Zeit, was auch immer. Habt einfach eine gute Zeit, macht das Beste draus. Ich bin sehr froh, dass das 24. Türchen jetzt schon früher kam. Es kam nämlich schon um 14 Uhr, das heißt, ich kann es jetzt hier problemlos vor dem Heiligen Abend aufnehmen. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle dann eine schöne Zeit. Es geht nach dem Kalender dann gewohnt weiter mit, ja, sagen wir mal, unregelmäßigen Uploads. Ich gucke trotzdem, dass ich auf jeden Fall trotzdem noch aktiv bleibe und jetzt nicht irgendwie dann wieder wochenlang Pause mache. Also da kommt auf jeden Fall noch was, es kommt auf jeden Fall noch viel. Die ganzen Reactions, da kommt noch sehr viel. Aber der Adventskalender ist dann hiermit quasi dann auch zu Ende. Das letzte Türchen, und zwar ein krönendes Finale mit Peters Kotstube. Da bin ich ja ultra gespannt. Der hat ganz lange nichts mehr hochgeladen. Ist ein absolutes Urgestein der YouTube-Kacke-Szene. Ich versuche nicht so oft zu pausieren. Hat auch schon jemand kritisiert. Sesamstraße, muss ich sagen, nicht ganz unberechtigt. Mich stört selbst manchmal, aber ich habe halt immer noch so ein bisschen so ein Trauma von der Beast Boy Reaction, wo es dann hieß, ja, das ist ja keine Reaction, sind ja nur Adlibs quasi zur Reaction. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich irgendwie so ein Mittelmaß finde. Let's go! Was die Weihnachtsbäckerei angeht, da gibt es ja zwei ganz unterschiedliche Sorten von Menschen. Schnenschen. Es gibt Menschen aus Rumänien, auf die kann ich gern verzichten. Dieses Jahr gibt es ja Gott sei Dank meine Vanillekipferl. Vanillekipferl braucht man überhaupt nicht. Für die Menschen in Rumänien kann ich verzichten. Helfe ich dir auch nicht, Sass, Sarah. Scheiß auf den Krieg. Mach mal hier Platz. So, jetzt hole ich hier ein runter. Das klingt doch sehr verheißungsvoll, oder? Ja. Ungefähr einen Zentimeter. Ich habe mir das angeguckt, das ist ja ein bisschen zu klein. Klein und fein. Ich danke dir. Und jetzt, Digga, ist es hier gleich soweit. So gut. Genau, fertig. Jetzt habe ich hier ordentlich rein gewächst. So einen kleinen Kick noch. Und das ist Kick. Ganz wichtig, wenn er das nicht tut, haben wir nachher nur Krümel und keine schöne Teig. Okay. Übrigens, also es ist wieder mega krass, wegen gestern. Ich war irgendwie so teilnehmender Spur, dann habe ich auch in die Beschreibung geschrieben. Weiß nicht, was da los war, Alter. Hier schon mal meine Koksahne. Gibst du mir Koksahne? Ein paar Tropfen auf dem Gesicht? Oh, Digga. Das wäre ganz traditionell. Ich rieche sehr häufig meine Fürze. Nun Spaß. Oh, Mann. Was machen Sachen? Ja, ich brauche eigentlich nichts. Was machen Sachen? Ich nehme meine Löffelspitze voll. Jawohl. Boah, sind die komisch. Sagen, Kackpulver. Muss man in Spezialgeschäften bestellen. Ja, und das ist Madagaskar. Natürlich was Wunderbares, weil es ist die gesamte Scheiße gemahlen, fein zu pulverisieren. Mmh. Das ist delikat. Einfach ein bisschen getrocknete Kacke, ein bisschen reiben. Mmh. Kackaroma drin. Kackaroma. Nehmen Sie ein gutes Kackpulver. Da muss man ein bisschen tiefer in den Arsch steigen. Oh, Junge. Oh, Mann. Und das sind alles Lidl. Vermischen. Mit Fischen? Backfisch. Werden jetzt an der Unterseite mit durch Fall bestrichen. Schön gleichmäßig, oh, so dick wie es geht. Oh, Junge. Besonders hochwertige Scheiße, die schön glänzt. Sieht eigentlich ganz schön aus. Dieses Türchen ist wirklich absolut, absoluter Code, ne? Ich feiere es so übertrieben. Nein. Dann weiß ich auch nicht. Und dann werden die Plätzchen gebacken. Im Kühlschrank. 20 Minuten später. Sind nichts geworden. Oh. Warum? Der hätte man heißer backen müssen. Ich hab mich schon gewundert. Also dann versuchen wir es nochmal. Lal. Ja, Mann. Im Kackofen bei Scheißluft. Bei Scheißluft? Digga, wie sieht das aus, Mann? Gefüllte Kackwurst. Das ist wirklich eine ordentliche Sache. Und ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Den ganzen Scheiß schmeißen Sie natürlich jetzt weg. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Und wie Sie die Rezepte bekommen, erfahren Sie auch nicht. Tschüss. Tschüss. Fährt tschüss, man gar nicht. Tschüss. Ja, Cut off Prevention. Warte mal, nächstes Türchen? Was? 25? Digga, was? Was geht jetzt ab? Hä? Bin ich dumm? Also ja, aber what the fuck? Es gibt ein 25. Türchen. Was ist denn jetzt falsch? Von wem ist das denn bitte? What? Cheesy Frankie? Das ist auch schon online, aber nicht gelistet. Okay, Trollolol, okay. Was geht ab? Ja, du kleiner Hund, du! Ah, doch. Da ist doch YouTube-Kacke drin. Dann schauen wir uns das auch noch an. Wie geil. Türchen 25, Digga.
dann ist es ja wirklich hier eine, was ganz Besonderes. Alter, krass. Let's go. Boah, ich hasse diesen Meme. Boah, dieser Typ. Boah. Alter, ohne Scheiß. Noch ein YouTube-Kacke. Wie geil. Ah, das ist von seiner eigenen YouTube-Kacke nur nochmal anders geschnitten. Da geht er eigentlich runter und wird ge... Ne, ihr wisst schon, ge... Ja. Geil. Schorsch hat sich erkältet. Mit Corona, ja. Heute regnet es ein bisschen. Schorsch, du musst deinen Hut anlassen. Warum? Weil du trocken bleiben sollst. Warum? Weil du... Coronavirus. Digga. Was? Warum? Schorsch, willst du draußen spielen oder nicht? Warum? Oh lol, das gleiche Shirt habe ich auch. Oder hatte ich mal. Nur, ja. Oh, Schorsch, wo ist dein Regenhut? Hatschi! Schorsch hat Coronavirus. Digga, was ist denn los? Alter, als ob der da... Boah, Alter, hier ist was los, Mann. Das war einfach zu geil, Mann. Ich werde das 100 Mal gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ich kann aber nicht... Gut, das werde ich jetzt vielleicht nicht 100 Mal gucken. Ist eine kleine Sache. Ist ganz, ganz cool. So ein Troll-Ding. War jetzt keine richtige YouTube-Kacke. Das war jetzt eher so, ne? Ein bisschen... Ich weiß nicht, was das war. Das war komisch. Ich würde auch sagen, damit bin ich raus. Okay, es gibt kein nächstes Türchen. Ich muss sagen, den Kalender werde ich auf jeden Fall auch nochmal die einzelnen Türchen immer mal wieder angucken, weil es war wirklich reingelegt. Sehr gut. Es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Also ich finde, das 25. Türchen war auf jeden Fall ein guter Troll. Ist gelungen. Und das war der Kalender. Ich dachte schon, jetzt geht's irgendwie weiter, Digga. What the fuck? Okay, das war's. Ich bin sehr zufrieden. Der Kalender ist echt stark geworden im Großen und Ganzen. Gab ein paar Türchen, die nicht so spannend waren. Ich glaube, das 7. Türchen oder so fand ich nicht so gut. Aber insgesamt war es ein sehr starker Kalender mit sehr starken YouTube-Kacke-Leuten, die ich auch neu kennenlernen durfte und die ich auch dann weiter verfolgen werde. Ist cool. Und das war's von den Daily Uploads. Wir haben jetzt 24 Tage lang jeden Tag ein Video hochgeladen. Ein Türchen war auch für mich eine ganz neue Erfahrung und ein ganz neues Level an Aktivität. Ich muss sagen, es war mal stressig, mal hatte man keinen Bock, aber es tat trotzdem gut, immer so eine Regelmäßigkeit zu tun. Und ich bedanke mich auch fürs Feedback. Es wird jetzt natürlich weiter Uploads geben, aber die Daily Uploads werden jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr so sein, sondern halt alle drei Tage oder sowas. Und dann kommt wieder andere Content. Aber es hat mir sehr gefallen, es war eine sehr coole Sache. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schönes Weihnachten, wir sehen uns bald wieder. Jetzt wegen Weihnachten kann es sein, dass dann mal 4-5 Tage kein Video kommt. Wobei, da kommen schon Videos. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's. Und ja, frohe Weihnachten und eine gute Zeit.